Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Dead by Daylight mit dem lieben Trapper. Genauso wie am Dienstag. Wir spielen dieses Mal aber keine Mode, sondern ein Pudding. Aber wir haben auch eine Trapper-Quest. Nämlich wir müssen drei Überlebende in Bärenfallen fangen. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Ich habe auch seelische Unterstützung dabei, den lieben Bender. Moin. Naja, der wird wahrscheinlich nicht so viel reden, sondern eher zuschauen und vielleicht auch mal ein paar Tipps geben, weil er gerade im Discord Livestream sozusagen nebenbei ein bisschen zuguckt oder ich weiß nicht, ob er gerade spielt. Nee, ich spiele gerade nicht. Ja. Wir werden dann versuchen zu entkommen. Wie gesagt, immer noch in der Infobox die Abstimmung wegen dem Best-of. Diese Woche wird noch ein Best-of von allen zusammenkommen, also von allen Spielen zusammen einmal. Das muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ich hoffe, es funktioniert gut. Ich muss überlegen, muss ich es dann eigentlich schon zusammenschneiden und kann dann angeben, ab wann, wie es wann, was ist. Ich habe das noch nie gemacht. Müsste ich mich bei YouTube mal ein bisschen informieren dann. Ich hasse es, wenn es so lange lädt. Ich hoffe, wir haben eine gute Map. Ich hatte vorhin dreimal hintereinander Bedham-Vorschule, als ich Ghostface-Quests gemacht habe und solche. Man bestimmt vorbei. Die ist echt schlecht gestellt, oder? Ich bin so der schlechteste Spieler ever. Das ist gut, wenn ich die hier schon mal aufmache, dann brauche ich die nicht nachher in der Jagd und zu verlieren. Die müssen halt echt in die Fallen rein. Und das finde ich gar nicht so einfach hinzubekommen. Deswegen an Fenster springen die schon eher rein als an Pellets. Deutsch. So, okay, dann müssen die wohl auf der anderen Seite. Bist du da gerade ernsthaft hin? What the fuck? Musste man sie gerade verstehen? Ich wollte gerade sagen, die haben schon einen Gen, aber ich glaube, das war mein. Nee, mein Tüftler war es nicht. Hm. Gute Frage, was passiert ist? Jetzt haben sie. Einer, eine Ju war da. Das ist jetzt Tüftler. Das ist zu weit weg, da komme ich nicht hin. Die werden eh nicht in meine Fallen gehen, ich weiß es jetzt schon. Der Dwight, guckst du mir gerade zu? Ja, ich schon. Hier ist Recar. Oh, da ist noch ein Haken. Ich wollte gerade sagen, hier ist. Nie im Schrank. Ich wollte gerade wie schon sagen, hier ist kein Haken mehr. Nee. Ich bin gerade echt nicht auf Jens fokussiert. Aber ich will gerade echt einfach nur. Oh Mann, sie tut mir so leid. Ich sehe es aber nicht als Tunneln an. Ich habe den Dwight hier aufgehangen. Und was kann ich dafür, wenn sie so lost ist? Die Strike hat sie. Deswegen macht sie den Jen weiter, oder was ist bei ihr los? Hä? Was ist bei ihr los? Kannst du. Leute. Muss man nicht verstehen. Das ist echt nicht gut. Ich habe auf jeden Fall die Addons dabei, das werden sie eine Falle entschärfen. Man sieht die Addons gar nicht mehr, die man dabei hat, ne? Dass wenn die eine Falle entschärfen, sie verletzt sind. Und dass sie, viel länger brauchen, aus einer Falle zu entkommen. Lass mich da vorbei oder ich schlag dich, jetzt mal ehrlich. Ich weiß echt nicht, was mit. Die laufen halt auch nicht in meine Traps, ne?
Lecker Futter. Lecker Futter. Ey, nicht helfen. Ich dachte, real? Sie hat immer noch nicht umgeworfen, das schafft sie nicht. Deadhot! Du unnütziges Menschlein. Naja, von den Gen-Verhältnissen ist es jetzt echt nicht gut, aber... Die spielen echt nicht wie die besten. Das wäre so eine Trap, wo sie echt nochmal reinlaufen könnten. Was ist denn bei ihr falsch? Ja, geh rüber. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Wieso hat sie... Oh, ich war mal ganz kurz weg, ne? Sie hat mich ja echt richtig hohl geblockt. Die brauchen echt nur noch einen Gen. Muss ich echt mal gucken, dass ich da ein bisschen aufpasse. Ich wollte eigentlich auf Gens aufpassen. Auf jeden Fall gerade erstmal alle vier Leute abgelenkt. Das ist ganz schön. Die sind auf jeden Fall ins Squad. Sonst wäre die jetzt nicht in mich reingegangen. Ich finde, die Runde läuft ganz akzeptabel, würde ich mal so sagen. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Die ist tot. Nehmen wir so hin. Wir stellen direkt schon mal an den Ausgang hier eine Trap. Weil die gleich aufgehen. Also zumindest, ich gehe davon schon mal aus, dass sie gleich aufgehen. Die könnten echt jeden Gen machen. Den hier nicht. Da sitzt einer. Wir gucken, ob der Dwighty sich wieder in den Schrank gestellt hat. Das könnte ich mir so vorstellen, ne? Nee. Du. Es wäre jetzt dumm, wenn ich auf sie gehe, weil ich weiß, dass sie den Gen machen, ne? Ich weiß halt auch echt nicht, wer Dead on Hook ist. Dead hat. Dass er da durch kann, das ist unfair. Ich weiß nicht, ist er tot? Also ein Hook hat er. Ah, die haben sich geheilt. Das finde ich gut. Das heißt, sie haben den Gen nicht gemacht. Die Yu wollte aber wieder zu dem Gen. Hat sie aber nicht gemacht.
You, nein. Das war das Exhausted the Window, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Jetzt läuft sie. Nimm das Window, nimm schön das Window, mein Mädchen. Oder an den Berg. Ich finde, die Runde geht sogar. Die U ist irgendwo noch links von mir. U müsste... So, das ist als Second Took. Ding ist tot, dann müsste U auch als Second Took sein. Ich habe echt keine Ahnung, wer wirklich Dead hat und wer nicht. Also Dwight hatte es, das weiß ich. Und sonst... Die Runde, die läuft echt schon besser als meine sonstigen Runden, die ich für euch aufnehme. Du hast dir entschärft, jetzt bist du wieder verletzt. Das finde ich echt toll von dir. Kannst du gerne öfter machen. Wie hat sie sich so schnell wieder hochgeheilt? Weil ich mit dem Totem und nicht in den Schrank gegangen. Die Hedge, gut zu wissen. War das gerade mein Tüftler, was aktiv war? Hatte sie Deadheart? LOL! Sie hat nicht geworfen! Sie hat einfach nicht geworfen. Muss ich nicht verstehen. Ich glaube, die waren da beide. Sie will nicht abgehangen werden, irgendwie. Aber in meine Fallen wollen sie echt nicht laufen. Das finde ich nicht nett. Ihr missachtet meine Quests. Ich kann mir vorstellen, dass sie hier bei dem Jen in eine Trap laufen. Ich habe echt das Gefühl, ich bekomme noch alle. Zumindest fast alle. Die letzten beiden sind beide dead on hook. Die müssten jetzt schön nochmal in Traps reinlaufen. Das fände ich perfekt. Das Window war ja echt geil. Nicht. Ich weiß, wo die Hedge ist. Ich hab den. Ich kenne, dass sie nochmal in Fallen laufen, aber irgendwie nicht so den hier. Ziel. Dann gehen wir zu Hedge und wir können einfach spammen und wenn wir spammen, gewinnen wir.
What? Ich habe gespammt. Hast du gesehen? Jo. Oder ist es, weil sie so drauf gestanden hat? Weil sie da drauf gestanden hat. Hättest du da gestanden auf dieser Platte, dann hätte sie nicht da reinspringen können. Das heißt, du hättest sie hitten die ganze Zeit können und sie hätte da nicht reinspringen können. Ah, okay. Naja, 2 von 3. Und damit sage ich auch, das war's für die heutige Folge von Dead by Daylight. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.